Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, ja, in der letzten Runde haben wir erfolgreich ein paar Sklaven freikaufen können. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier vielleicht das eine oder andere... Es geht darum, dass ich hier das eine oder andere verkaufen möchte. Oh ja, Reparaturen, das ist dringendst erforderlich nach dieser kleinen Reise. So, oh, die Tragen haben ein wenig gelitten. Wir sind nur noch bei 14.000. Das hatte ich wohl, das hat das Programm wohl letztens nicht so ganz mitbekommen. Egal. So, dass ich da das ein oder andere investiert hatte, ja, in die Collision. Wie sieht's denn hier aus? Geld? Ja, das sieht ganz gut aus. 1000. Oh. Das ist, ja. Oh. Hey, 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 hey. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Nee, das kriegen wir nicht hin. Durch. Das ist besser. Okay, waffentechnisch. Was habe ich da dabei? Den sollte man noch losbekommen können. Den auch. Das wird schwierig. Das sowieso nicht. Nö. Dann versuche ich da noch so ein bisschen was rauszukitzeln. Sehr gut. Jo, meine Liebe, dann lebt wohl. Und muss ich erstmal gucken. Wie muss ich denn hier weiter? Oh, die Richtung stimmt schon. Dann setzen wir hier einfach mal über. Ach, wir nehmen jetzt ein Lager. Allerdings. Niemand mehr hier, waren wir hier schon. Das sieht ganz danach aus. Moment. Ja, ganz offensichtlich waren wir hier schon. Ja. Gut, kurz ein bisschen aufwärmen, trocknen und so. Ha, ja, das tut gut. So ein Feuerchen. Also eine Rumplanscherei ist immer sehr angenehm. So. Wo muss ich hin? Nach da. Da komme ich noch nicht hin im Augenblick. Dann gucke ich doch mal, ob es hier Wege gibt. Oh. Bestimmt nicht gerade den besten ausgesucht. Na gut, die Akrobatik hat sich immerhin verbessert. Das bringt mich aber auch nicht weiter. Oh doch, sehr schön. So, ach hier sind wir. Ah, ja. Sehr gut. Das heißt, ich muss ungefähr in diese Richtung. Das sollte machbar sein. Frage. Ich glaube, da komme ich ganz gut wieder an Land. Nun komme ich da auch hoch. Na gut, wir werden sehen. Theoretisch ja. Also wenn ich mir das so betrachte, ich muss hier irgendwie lang gekommen sein. Dann schleichen wir mal den Berg rauf.
was bis jetzt auch ganz gut funktioniert. So. Na, also geht doch. Wo bin ich und wo muss ich hin? Sollte ich hier nicht richtig sein? Ich frage mal nach, der kennt bestimmt den Weg. Kannst du mir sagen, ob ich hier nee, kann er nicht, der legt sich direkt wieder hin. So, wie heißt es nochmal gleich? Sadret Mora, genau. Sadret Mora war der Name, der mir nicht einfiel. Wir müssten eigentlich mittendrin sein. Kurios, kurios. Da sehe ich doch schon vertraute Konstruktionen. Na, wie sagt's denn? Juhu, wir kommen auch von einer anderen Ecke. Kleinen Moment. Ich muss hier hin. Ja, da bin ich gar nicht mal so verkehrt. Da muss ich hier lang. Ich bin mir sicher, dass euch jemand anders helfen kann. Das mag wohl sein. Dinge reparieren. Ja gut. War jetzt nicht so der Aufriss. Handeln, 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 handeln. Kleidung. Was hat sie? 1000. Ganz wahnsinnig. Mal gucken, was passiert. Einfach mal so aus Neugierde. Ups. Wollen wir es nicht so weit treiben? Nee. Gut, dann gehe ich ein bisschen runter. Dann nicht. Na, ich bin auch mit 36 da jetzt nicht so wohl gelitten. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Ich verschwinde. Wer will sich schon mit dir unterhalten? Also ich nicht. Gut, 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 gut. Langsam, aber sicher kommen wir unserem Ziel näher. Oh, Moment, ich müsste hier so ein bisschen lang. So. Ein konspiratives Treffen der Wachen. Aha, aha, man tauscht sich aus. Interessant, interessant. Nein. Ja, es ist, ich weiß, ich bin da ganz schlimm. So, okay, einmal hier die Treppe rauf. Ab durch die Mitte. Ab nach unten. So, meine Freunde. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Ja, das meine ich auch. Ich grüße euch, Freund. So, genau. Habt ihr diese Lieferung schon zu den Dunirain-Höhlen gebracht? Jo, das haben wir. Gute Arbeit, Namdos. Hier sind 500 Draken als Entschädigung für eure Ärger. Los ging. Es ist das Beste, was ich für diese Art Vertrag tun kann. Sehr schön. Kurz nochmal nachgefragt. Hat ihr vielleicht eine Beförderung für... Nein. Okay, ich sage erstmal Lebwohl. Weitere Befehle hier erstmal. Nein, danke.
Und nee, ich gehe hier raus. Oder ich muss hier raus. Treppe rauf. Nochmal Treppe rauf. Na. Und dann haben wir hier die Magiergilde. Wie hat euch der Tag begrüßt? Doch, doch. Ihr sucht das Abenteuer, nicht wahr? Ihr seid vermutlich auf der Suche nach Abenteuer. Grüße, Muzera. Was wünscht ihr? Moment. Zauber? Gut entziehen. Nein. Noch nicht unbedingt. Großen Knochenläufer beschwören. Ha, okay. Okay. Magie. Magische Effekte. Schild wiederherstellen. Lebensenergie. Feuerschaden. Festes Wasser. Sachen, die wir, glaube ich, schon haben. Schworener Dolch, Golch vielleicht nicht, aber. Bruch. Okay. Ja. Räusper dich. Ausbildung. Steuerung, Veränderung, Zerstörung. Investieren wir mal ein bisschen in was in Veränderung. So. Ich erbiete euch meine Grüße. Das tue ich auch. Handeln. Ich sehe schon, das ist wenig interessant. Reisen, das wäre gut. Reisen. Balmora wäre noch besser. Sehr gut. Ach, Tag, die Dame. Glück und Grüße für euch. Ich grüße zurück. Und Glück wünsche ich auch. Solch nutzlose Kreaturen. Bitte was? Tag, die Dame. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch nicht. So, raus hier. Und einmal hier durch die Mitte. Klar. Mögen eure Gegner schnell und zahlreich fallen. Dankeschön. Irgendeiner steht immer im Weg. So, kurz hier hoch. Die Dame. Und dann noch rein hier. Ich grüße euch. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Ja, das freut mich auch. Habe ich irgendwas Passendes? Zufälligerweise. Das sieht nicht so aus. Och, das passt eigentlich immer. So. Okay. Seid ihr gekommen, über eure Anweisungen zu sprechen, Amdos? Oder wollt ihr etwas anderes? Achso, hat er noch irgendwas Interessantes an Ausbildung?
Wortgewandtheit kann man immer gebrauchen. So, dann. Anwärter der Klingen. Ja, Glückwunsch, jetzt lass mich in Ruhe. Ausbildung der Klinge. Das hatten wir ja gerade. Ach, hier Befehle. Ich habe darüber nachgedacht und ich möchte, dass ihr drei Informanten in Vivik über den Neriviran und das sechste Haus befragt. Zuerst sprecht ihr mit Dingenskirchen, einer Kaiti und Späherin der Liebesgilde. Als nächstes sprecht ihr mit Dingenskirchen, einem Agonier, der Morakton. Zuletzt sollt ihr mit Mira Milo reden, einer Priesterin des Tempels. Hier habt ihr alles aufgeschrieben, damit ihr nichts vergesst. Und hier sind 200 Draken für Bestechung und andere Ausgaben. Mission nach Vivek von Gaius dem Inventar hinzugefügt. Tagebuch wurde aktualisiert. Ich sag mal leb wohl. Und ich hoffe mal, dass das auch alles schön im Tagebuch drin steht. Jupp. Okay, ja, dann sag ich doch mal danke für den Auftrag. Wir müssen nach Vivek. Vivek. War schon ganz verdutzt, warum kriege ich auf einmal Geld von ihm? Erst noch gedacht, ich hätte da irgendwie eine Aufgabe noch im Petto gehabt, die ich vergessen hatte abzugeben oder so. Soll ich da Leute bestechen? Moment, bevor ich aufbreche, kann ich hier Dinge loswerden? Tag der Herr. So, muss ich was reparieren? Nein. Handeln. Was hat er an Geld? Oh ja. Der Reichste ist er nicht. Versuch's mal. Wunderbar. So. Kann ich ihm sonst noch was aufs Auge drücken? So viel Geld hat er ja jetzt nicht mehr. Könnte knapp werden. Was ist damit? Okay, verstehe ich. Waffen. Oh. Sollte ich die abgeben? Kann ein bisschen was, ne? Ja gut, ich meine jetzt gemessen an den anderen so viel jetzt auch nicht. Und hat dafür keine Zaubereigenschaften. Was ist das denn hier? Kurzwaffe einhändig, wildes Wiebernschwert. Wert 350. Ja, ich glaube, das können wir ja entbehren. Sehr gut. Gut, ja. Und dann sage ich erstmal leb wohl. Und Schmuck und dergleichen sollte ich aber hier auch irgendwo loswerden können. Vielleicht sogar hier. Tag der Herr. Eine Runde handeln. Oh. Wie sieht's bei ihm aus? 800. Jejeje. Okay. Los erstmal damit. Mhm.
ich will es nicht übertreiben. Geht schon los. Was? Jetzt ist aber... Zimmer. Geht's noch? Das wäre 200. Oh. Na also. Ich höre. Versuchen wir es doch gleich nochmal. Sehr schön. Immerhin etwas. So, dann sind wir die schon mal quitt. Und Vivek war angesagt, ne? Genau. Vivek. Magiergilde. Oder habe ich noch Dinge, die ich veräußern möchte? Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Waffenschmied, Buchhändlerin, Händler, Pfandleierin. Und das war's dann wohl auch. Ja, später. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Das geht mir genauso. So, dann, wo haben wir denn hier die Gildenführerin? Ihr sucht das Abenteuer, nicht wahr? Könnte man so sagen. Okay, eine Runde reisen. Und zwar, Vivek war das Ziel. Ich grüße euch. Worüber sollen wir sprechen? Ach, sprechen eigentlich gar nicht. So. Ja, Moment. Kurz mal innehalten. Wie viel bin ich ja jetzt? Ich soll mit Adhiranir Khajiit und Mitglied der Diebesgilde in Heilig Olms sprechen. Okay. Mit Hulia Argonia im Fremdenviertel. Das sind wir, glaube ich, gerade. In der Taverne zum Schwarzen Schalk und mit Meramilo, Tempelpriesterin der Halle der Weisheit im Tempelbezirk. Informationen über den Lieblingsbumskult soll ich zu ihm zurück und Bericht erstatten. Nun gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Wir werden die entsprechenden Leute aufsuchen. Das machen wir dann bei der nächsten Runde. Bis dahin, alles Gute und gehabt euch wohl.